Yanından geçelim. Sonunu bile bile arabana binerim. Solla, yanından geçelim. Sonunu bile bile arabana binelim. Solla, yanından geçelim. Alleine, du Pisser, du redest zu viel. Ich esse dich auf, Digga, bon Appetit. Mein Vorname G, Mermis, P4, Louis, meine City, Habib, als geh weg. Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute mal wieder eine Reaction. Wir reagieren heute auf Meadow Feed Enno, alle jagen mich. Also so soll der Track heißen. Weiß nicht, ob das stimmt, weil der Track ist noch nicht draußen. Und das ist eine Hörprobe. An sich wollte ich heute mal ein bisschen auf Meadow reagieren und ein bisschen was dazu sagen. So, und ich hoffe, euch gefällt das. Und let's go! So, okay. Ich habe es natürlich mir schon so oft angehört, aber ich wollte nochmal mit euch mir das anhören. Und ich würde mal sagen, wir ballern los. Achtet mal auf, Meadow im Hintergrund. Arabana binelim, solla. So, das war jetzt der Part von Enno. Wenn ihr mich fragen würdet, Meadow oder Enno, also welcher Part jetzt hier besser ist, wir hören uns ja jetzt noch Meadows an. Ich fand Ennos Part irgendwie besser so, aber ist auch Geschmackssache. Wobei ich Meadows Part übelst stark fand. Der Typ, der im Hintergrund, da im Hintergrund irgendwo sich Chips gönnt, Ehrenmann, Ehrenmann. Ja, du gönnst dich aber dafür deines ist. Okay Leute, das war's auch schon mit der Hörprobe. Ich werde dieses Lied so auf Dauerschleife hören und keine Sorge, eine Reaction dazu wird auch noch kommen. Aber ich wollte noch mal ein bisschen heute auch auf Meadow mich fokussieren in dem heutigen Video. Und zwar, der Part, den er da in der Hook singt, ist halt auch türkisch. Aber ich zeige euch noch mal eben was. Genau, und zwar das hier wollte ich euch noch zeigen. Das hier wollte ich euch noch zeigen. Das ist halt wieder die Hook, aber hier noch mal in einem Video. Solla gidelim, yanından geçelim, sonunu bile bile arabana binerim, solla. Achtet mal nochmal drauf, wenn ihr diese Handbewegung macht, achtet da einmal nochmal auf die Stimme so. Sonunu bile bile arabana binerim, solla, yanından geçelim, sonunu bile bile arabana binerim. Und zwar, Leute, da, okay, da ist das Album. Ich packe euch auch Link in, für das Album rein. Support muss sein, Leute. Und zwar hat er eine Stimme so. Bei Ballerlos hat man das ja auch gehört. Viele dachten, das wäre Autotune. Ich meine, okay, die Stimme ist bearbeitet, aber er hat auch eine krasse Stimme vom Gesang her. Und zwar, wie kann ich das euch erklären? Er nimmt die Stimme so und wackelt dann damit so. Und das hört sich einfach übelst geil an. Und das ist halt typisch im Türkischen so. Dieses, Ich wollte es jetzt gerade nachmachen, aber das hört sich dann so scheiße an. Solla, yanından geçelim, sonunu bile bile arabana binerim. Solla, yanından geçelim, sonunu bile bile arabana binelim. Solla, yanından geçelim, sonunu bile bile arabana binelim. Ist geil an. Und für alle, die jetzt sich denken, hä, wer ist Meadow oder keine Ahnung was, kann ja sein, so. Und zwar hat er einen Song rausgehauen, der hieß Baller los und übelst gepumpt, diesen Song. Ich blende euch jetzt nochmal einen kleinen Ausschnitt davon ein. Leute, die Sache ist, ich habe Lichtprobleme und noch immer keine Softbox, muss ich mir jetzt auf jeden Fall zulegen. Aber ich zeige euch nochmal Baller los für alle, die es nicht kennen. Das ist sein erster Song und gib ihm. Ich versuche das jetzt mitzurappen. Baller meine Packs, die Texte für die Neider, Jacke mit Pelz, die Glanz von Designer. Wieder mal der Beste, bin geiler, Digga, ich bang, du denkst, es war einfach, kommen alle Viber, wie ne Leiter, geh ich hoch, aber Mermi Flow war auch Fußballer. Los, Baller, wo sind deine Jungs, wo? Komm nur mit Volo 6-2, Ticke die Reime und rippe die Scheine. Geh mal, du lieber zur Seite, Digga, ich komme alleine und halte dich wie Kerl, ich an alleine. Du Pisser, du redest zu viel, ich esse dich auf, Digga, Bon Appetit. Mein Vorname G, Mermi, Speak 4, Louis, meine City, Habib, als geh weg.
Auf jeden Fall, Leute, das sollte es auch schon mit meiner Reaction gewesen sein. Ich will euch noch sagen, Mero ist gerade mein absoluter Favorite Rapper, also übelst krass. Und ich freue mich auch auf die kommenden Tracks von ihm. Und ich packe euch natürlich sein Album in die Infobox, weil Support ist kein Mord. Und gönnt euch auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir einen Daumen nach oben. Und abonniere meinen Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr von mir zu verpassen. Die Reactions, die jetzt kommen werden, wären auch übelst geil. Ich hoffe, ihr freut euch. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao!